Das Mini-Tonstudio ist nun aufgebaut, die Stimme ist geölt und jetzt kann es losgehen mit unseren Baustellen-Updates zu dieser Woche. Und zwar ist mal wieder einiges passiert, sowohl auf der Baustelle als auch außerhalb. Und ich freue mich riesig, dass wir nun endlich feststellen können, dass wir alle Deckenverkleidungen im Haus endlich runtergeholt haben. Ich gehe nochmal gedanklich durch. So im Dachspitz sind wir schon seit ein paar Wochen fertig mit der Entkernung. Das war auch nicht ganz so viel, muss ich zugeben. Da können wir einen Haken dahinter setzen. Im Obergeschoss sind alle Deckenverkleidungen weg, alle Wandverkleidungen, alle Wände, die wir zu dem jetzigen Zeitpunkt überhaupt rausnehmen können, die sind weg. Ein paar stehen noch, sind zwar, ich glaube, der Putz ist abgeschlagen, aber die Steine stehen noch, damit sie einfach auch ein bisschen die Stabilität des Hauses gewährleisten können. Wir können ja schließlich nicht alles rausholen, dann fällt uns das Haus um die Ohren. Und ein Stockwerk tiefer im Erdgeschoss haben wir mühevoll, wie man es in den vorherigen Videos sehen kann, die Deckenverkleidung abgenommen, wo uns alles Mögliche um die Ohren gefallen ist, beziehungsweise einem entgegengekommen ist. Es war eine sehr, sehr staubige Angelegenheit. Aber es hat sich natürlich auf jeden Fall gelohnt und es musste auch gemacht werden. Deswegen hatten wir auch gar keine andere Wahl. Aber das hat nun jetzt ein Ende. In allen Räumen, in dem alten Wohnzimmer, im alten Esszimmer, in der alten Küche, im alten Bad, im alten Gäste-WC, überlege ich gerade. Und in das nach unten, dieses gelbe Zimmer, das nennen wir so liebevolles kalte Zimmer. Ich denke, es war ein Schlafzimmer früher. Und dort gibt es auch keine Deckenverkleidung mehr. Allerdings muss ich jetzt gerade feststellen, wenn ich gedanklich durchs Haus gehe, in dem kleinen Flur, wo der alte Hauseingang ist, ich glaube, da gibt es noch eine Deckenverkleidung. Das ist zwar nur ganz, ganz minimal, aber okay, dann sind wir doch nicht komplett durch. Aber den größten Teil haben wir auf jeden Fall geschafft. Außerdem war noch ein Statiker bei uns auf der Baustelle, der geschaut hat und kontrolliert hat, ob das alles so passt, was wir jetzt alles an Wänden rausgenommen haben, damit einfach noch genug Stabilität da ist. Und da haben wir grünes Licht bekommen, das sieht alles gut aus. Dann hatten wir noch einen Treppenbauer da, der mit uns ein paar Dinge durchgegangen ist und einfach auch vor Ort mal schauen wollte, wie es dann aussieht. Auf den Plänen ist dann eine Sache, aber vor Ort ist doch nochmal was anderes. Dann waren wir noch im Fliesenfachhandel, um einfach zu schauen, was es gerade aktuell so gibt an Mustern, an Farben, um uns einfach inspirieren zu lassen. Und dann kam unser Highlight der Woche, wir waren beim Küchenbauer. Und die bewegten Bilder dazu gibt es im Zeitraffer jetzt.
An der Stelle ist kurz festzuhalten, dass das mal später unser Hauseingang wird. Wir werden ja den Grundriss etwas verändern, beziehungsweise ziemlich verändern. Und da, wo das Fenster ist, da kommt unsere Haustüre rein und die Wand, die gerade eingerissen wurde, die muss tragend gemacht werden. Deswegen wird sie später wieder aufgebaut und an der grauen Wand entlang wird dann unsere Küchenzeile sein. Und am nächsten Tag gab es einen kleinen Rundgang durchs Bad. Da waren wir ganz früh morgens auf der Baustelle, bevor unser Treppenbauer kam und haben einfach nochmal auf uns wirken lassen, wie sich das gerade alles verändert. Hier würde man nicht mehr erahnen können, dass mal ein Bad war. Ein paar Reste vom Putz sind noch da. Ich frage mich, warum Mike die stehen gelassen hat, aber wird er mir schon irgendwann mal erzählen. Und hier kommt die Treppe hin. Man kann die Markierungen auf dem Boden sehen. Und dadurch, dass es so viele verschiedene Treppen gibt, war das für uns anfangs so ein kleiner Urwald, ein bisschen schwer uns zu entscheiden. Besonders natürlich auch, weil unsere Deckenhöhe von 4 Meter einfach mal was ganz anderes ist und sehr außergewöhnlich. Da passt keine Standardtreppe hin. Die wird natürlich dann auch etwas größer, höher sowieso. Und da muss man gut überlegen, wie wir das gestalten, aber auch proportionieren wollen. Wir möchten, dass die Treppe zur Geltung kommt, aber dass sie nicht so wuchtig aussieht, dass sie sich nicht verliert, aber dennoch genug Licht durchlässt. Das sind so ein paar Punkte, an die wir denken wollen und müssen und die kann man jetzt hervorragend im Vorfeld schon mal abklären. Und wir sind sehr gespannt, wie die Visualisierung dann aussieht. Wir haben es zwar im Kopf, aber es ist doch nochmal anders, wenn man es auf dem Computerprogramm sehen kann, wie das ganz konkret in unserem Haus dann aussieht. In Sachen Fliesen sind wir uns noch nicht ganz sicher, wie wir es machen sollen. Sollen wir ein bisschen farbemutig sein, mit Struktur? Sollen wir eher vielleicht die Fliese etwas ruhiger gestalten, dafür mit Wandfarben arbeiten? Da sind wir uns noch nicht sicher. Es gibt viele Möglichkeiten, aber dafür haben wir auch noch Zeit. Aber es war interessant schon mal zu sehen, was so möglich ist. Und wie ich es vorher schon erwähnt habe, war unser Highlight der Besuch im Küchenstudio. Es ist ein bisschen früh, eine Küche jetzt auszusuchen, aber in erster Linie ging es uns eigentlich darum, zu entscheiden, wollen wir eine Kücheninsel, wie soll die aufgebaut werden aufgrund der Anschlüsse, die wir jetzt hier auch planen müssen. Und da waren wir 4 Stunden und haben uns sehr gut aufgehoben gefühlt, haben uns jetzt einfach mal eine Küche zusammenstellen lassen und haben dazu auch ein paar Kataloge mit nach Hause genommen, um die technischen Sachen einfach zu vergleichen. Was für einen Backofen wollen wir? Was soll der können? Da gibt es verschiedene Serien und genauso auch mit dem Herd. Da kann man einfach zu Hause dann vergleichen und sich selbst überlegen. Oder so haben wir es einfach gemacht. Was brauchen wir und was wollen wir? Was wollen wir auch nicht? Was ist vielleicht einfach für uns auch nicht sinnvoll, was wir nicht nutzen würden? So, aber der Grundriss der Küche, der steht schon mal. Und beim Backofen kann man ganz gut sehen, wie man das zusammenstellen kann, was man braucht und was nicht und wie symmetrisch das aussehen kann oder möchte man das übereinander platzieren. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten und es macht sehr viel Spaß. Schon beim Aussuchen kriegt man Lust zum Kochen, genauso wie beim Herd. Da fanden wir es ganz interessant, dass man sich das ganz individuell zusammenstellen kann. Es gibt verschiedene Module und wir wählen natürlich bei einer offenen Küche ein Kochfeldabzug, damit uns über dem Kochfeld auch keine Dunstabzugshaube stört. Und das war's auch schon, was diese Woche so bei uns passiert ist. In der nächsten Woche kriegen wir bestimmt ein paar Pläne vom Küchenbauer, vom Treppenbauer und dann haben wir visualisierte Details zum Haus. Das freut uns sehr und dann geht's weiter mit Abreißen, wahrscheinlich im Keller.